It's my great privilege to be here in Germany with Jürgen Weckl und Michael Röschlau-Weckl. They have an amazing story to tell, how Jesus became real to them and how they discovered the reality of Jesus in a supernatural way. And so I would ask Jürgen and Maike to tell their story and I will interpret into English. Ja, super. Vor allen Dingen, dann brauche ich mir jetzt kein Abbrechen mit Englisch, was auch nicht so gut ist. Also ich bin vor 10 Jahren zu Jesus gekommen. Ich habe Jesus vor 10 Jahren kennengelernt, übernatürlich. 10 years ago, I discovered Jesus and came to believe in Jesus and know him in a supernatural way. Vorher habe ich wohl Gott gekannt, aber nicht Jesus. Ich war nicht so gläubig. Before that, I had some idea about God, but I didn't know Jesus and I was not really much of a believer. Im Gegenteil, wir kommen so ja aus der Erfolgsszene und unser Lebensmotto war eigentlich immer, wir sind unser eigener Chef, ne? Wir sind unser eigener Herr, wir machen das selber, wozu brauchen wir Gott, ne? Eigentlich. Yeah, before that they came from the success scene. Their motto was that we can believe in ourselves and we can do anything if we believe in ourselves. Ja, so ich bin mein eigener Chef und dann kam aber eine Situation in mein Leben, die hat nicht nur mein Leben, sondern eigentlich so unser Leben verändert. Ich habe von heute auf morgen Visionen gehabt, spreche ich gar nicht so gerne drüber, aber die gehören dazu. Visionen, die nicht so schön waren, Visionen von der, für mich war es die Hölle. Maike says that she was her own boss. She and her husband were their own bosses. They were masters of their own destiny, or so it seemed, until something happened which changed their lives forever. Maike began to have a vision of hell. It began quite quickly and it changed their lives forever. Yeah. Ich sah Menschen, ja, die haben mir verzweifelt ihre Arme entgegengestreckt. Das war ein Ort absoluter Finsternis und absoluter Hoffnungslosigkeit und ich konnte nichts machen. Die waren da und ich habe ja gar nicht geglaubt an die Hölle, deswegen habe ich gedacht, was ist das? Woher kommt das jetzt? Und es hat mir auch Angst gemacht. Maike doesn't like to speak about it and she didn't enjoy the experience at all, but she began to see people suffering in hell in complete despair, with no hope at all, and they stretched out their arms to her in a hopeless gestures, and she saw their complete misery and lostness. Before that, she didn't even believe there was such a place as hell, but suddenly her whole life changed. Ja, ich habe, was mich so erstaunt hat, ich habe nicht an die Hölle geglaubt. Ich habe gedacht, jeder kommt in den Himmel und ja, wenn wir nicht das in diesem Leben schaffen, gut zu sein, dann werden wir eben nochmal wiedergeboren. Also ich habe mir alles zusammengemischt aus allen Religionen, nur das Gute, so was mir passte. Maike had the idea that there was some hope from a general belief in all religions, that if she lived a good life, she would come to heaven, and that everybody really, if they were decent people, could get into heaven. She hadn't believed in hell at all, but now she... Her whole way of looking at life, her whole belief system was challenged. Ja, das hat mich sehr geschockt und das war auch sehr lange in meinem Alltag, in meinem Leben. Ich habe sogar Lesungen gegeben als Buchautorin und hatte diese Vision und habe dann auch Angst gehabt, irgendwie, ja, das waren verschiedene Visionen, die ich hatte, dass ich auch irgendwie dann da reinfalle. Ich kann das gar nicht erklären, ne? Habe dich auch oft gefragt, ja, wenn jetzt irgendwie was passiert während einer Lesung, kannst du für mich einspringen. Manchmal ging der Boden auf und ich hatte das Gefühl, da kann man reinfallen. Ich wusste, da ist Dunkelheit, da ist die Hölle. Ich wusste, es muss so einen Ort geben. Maike was in the middle of a career and a process towards great success. She had written a book about success. And she was in the process of preparing for publication. She had to make presentations and of her book. And suddenly, as she was preparing this first step in her great career as a writer,
she came into situations where the floor would open up and she was afraid that she would fall into hell herself. Mm-hmm. She completely lost confidence and she had to ask her husband if he would step in for her and give presentations about her book on her behalf. Ja, und dass diese Visionen waren öfter am Tag und ich habe dir auch davon erzählt, also auch meiner Familie, aber ja, das kam irgendwie nicht so gut an, ne? Mikey even had these visions several times a day and she just could not cope with it and she talked to her husband about it and he couldn't cope with it either. They didn't know what to make of it. They came into a really difficult situation. Ja, dadurch, dass wir die Visionen ja nicht gesehen haben, mhm, und konnte ich damit am Anfang auch gar nichts anfangen. Also ich habe mir natürlich Sorgen gemacht um das, was ich habe gesehen, dass es eine Dramatik darin liegt, also dass es ihr nicht gut ging, dass sie wirklich Angst hatte, aber wirklich helfen in dem Sinne, dass ich eingreifen konnte, konnte ich nicht, ging ja nicht. Jürgen felt quite helpless in a way because he had not seen the visions himself. He didn't know what to make of it, how to understand it. He was just didn't know what to do about it. Ja, und das war so, dass ich dann auch Ärzte aufgesucht habe. Ich konnte aber nicht alles erzählen. Ich konnte denen ja nicht erzählen, was ich wirklich gesehen habe. Ich wusste, dann lande ich in der Psychiatrie. Mhm. Aber als ich von meinem Hausarzt schon eine Überweisung für einen Psychiater bekommen habe, habe ich tief innen gewusst, das ist nicht der Weg. Es ist jemand da, Gott, der wird mir helfen. Also ich wusste irgendwie, ich muss da nicht hingehen. Maike had to go and see her family doctor because she needed medical help. And the family doctor referred her to a psychiatrist, but she really felt that this was not the right way to go. She had a some kind of an assurance that somehow God was behind all of this. Mm-hmm. And she didn't tell her doctor everything, all the details about hell, but she was in a situation where nobody could really help her. Ja, und dann gibt es eben ja diesen Tag, der mein Leben verändert hat, den ich niemals vergesse. Das war in meiner Waschküche, also wo ich meine Wäsche wasche. Und da ist mir Jesus erschienen. Also ich wusste, es ist Jesus. Es ist Jesus da in diesem Waschraum, in dem ich ja viel Zeit verbringe. Und Jesus kann mir helfen. Ich wusste, Jesus ist Gott. Jesus ist mein Retter. Er ist als Retter gekommen. Okay. Then one day when Mikey was working in her family laundry, washing the family clothes, suddenly her life changed again because the Lord Jesus came into the room and he appeared to her and she knew it was Jesus. She knew this was God. She knew that he was the Savior and her deliverer. Ja, und ich war so überwältigt. Ich wusste, Jesus, da ist jemand, der kann mir helfen. Das ist meine Rettung. Ich bin nach oben gerannt in die Küche und habe meiner Familie erzählt, ich habe Jesus gesehen. She was so excited that finally she had found her, the one who could save her, the one who could bring her out of this hell where she was terrorized by hell. She was so excited, she ran up to the kitchen and told her husband and the family, I've seen Jesus, I've found Jesus. Ja, nachdem und dann. Damit waren wir natürlich überfordert, erst recht, weil auch diese Vision oder beziehungsweise diese Begegnung haben wir nicht gehabt. Und es war auch schwierig. Es war zwar schön zu sehen, die positive Veränderung, aber es war genauso schwierig, damit umzugehen. Was ist nun los? But this was too much for us. This was absolutely too much for us. We were pleased to see that she was happy, but we hadn't seen the vision. We didn't know about that the hell was real. This was just another something we couldn't understand at all. We just didn't know what to do. Ja, und ich wusste irgendwie, okay, ich kann nicht mehr so viel erzählen über diesen Jesus. Und ich habe überlegt, wo finde ich mehr von Jesus? Und da ist mir ein Buch eingefallen. Okay, Mikey didn't tell everything she experienced of Jesus. She was careful to hold back details, but she wanted to know more. She knew that there was more to know about Jesus, and suddenly the thought came to her that there's a book that would tell her about Jesus. Ja, unsere Tochter hat zu dem Zeitpunkt Konfirmandenunterricht gehabt. Die hatte eine Bibel und ich wusste, in der Bibel finde ich mehr über diesen Jesus und ich bin heimlich. Ich habe gedacht,
hoffentlich sieht mich keiner, ins Zimmer gegangen und habe mir die Bibel geholt. Mikey's daughter was preparing for confirmation in the Lutheran church at that time, going to confirmation classes, and she had a Bible, and it occurred to Mikey's mind that in the Bible she would find more teaching and truth about Jesus, so she secretly sneaked into her daughter's bedroom and started reading the Bible and reading the stories of Jesus, but she tried to keep it quiet. Ja, und als ich gelesen habe, ich wusste gar nicht Altes und Neues Testament, aber ich fing sofort an, im Neuen Testament zu lesen, jeden Abend. Und ich habe geweint. Ich bin mit Jesus jeden Schritt gegangen. Mikey didn't know anything about the Old or the New Testament, but somehow she felt drawn to read the New Testament and she read the story of Jesus. And page by page and step by step, she read about the story of Jesus, and she read with tears, and she cried and cried, and she followed Jesus through her life, his life, with tears on every page. Ja, ich wusste, dass Jesus eben der Retter ist, dass Jesus alles bezahlt hat, auch für mich, und ja, das war überwältigend. She knew that Jesus was the Savior, the one who saved her. She discovered that Jesus was the one who paid the price for her on the cross, and she was just overwhelmed by this discovery that Jesus is the one who saved her. Und ich habe auch gesehen, wie stark Jesus ist. Die Visionen waren noch da, und immer wenn die Visionen waren, habe ich einfach gesagt: Jesus, Jesus, komm und helf mir. Und in dem Moment war das weg. But she continued to have the visions of hell, but as she continued to read the New Testament about Jesus, and he was so real to her that when the visions of hell came, she would say, Jesus, come and save me, and the visions would go away. Und da habe ich gesehen, boah, dieser Jesus, der muss ganz schön viel Kraft haben, der muss so stark sein. And she started to realize Jesus is so strong. He's so strong that he can help me to make these visions go away. Ja, und dann habe ich eine Nacht, die hat mein Leben verändert, und dann Jürgens auch. Ich hatte eine Nacht einen Traum, war ein wirklicher Traum, eine ganze Nacht. Das war eine Vision. Ich war vor dem Grab von Jesus und Jesus war nicht da drin. Und ich war so glücklich, ich war so froh, weil ich wusste, Jesus ist auferstanden. Da rieselten noch so weiße Flocken runter und ich wusste, es ist alles wahr. Ich wusste, die Bibel ist wahr, ich wusste, Jesus ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, ich wusste es einfach, ich wusste es. Then Mikey had a completely new experience, which changed her life again and changed her husband's life also. One night she was in bed with her husband and she had something like a dream, a vision, but it went on all night. She was transported in a spirit to the open grave, the open tomb of the Lord Jesus Christ, and she looked into the grave and there was nobody there. So, and suddenly she had this wonderful excitement, the realization that Jesus was risen from the dead. He was not in the tomb because he was alive. And she saw something like white flakes, not snow, but like snow, white flakes falling gently to the ground, some kind of manifestation of glory. And she spent all night in this wonderful waking dream, the whole night, and her life was changed forever. Ja, ich bin morgens aufgestanden, ich habe die Rollos hochgemacht und ich habe Jesus mein Leben gegeben. Ich habe gesagt, Jesus, ab heute bist du der Herr in meinem Leben? Und Jesus hat gesagt, und da habe ich meine Berufung bekommen, Maike, ich habe dich gerufen bei deinem Namen und du gehst jetzt wieder raus und rufst andere Leute in meinem Namen, sagt Jesus. In the morning, Maike woke up, well, in the morning, Maike got up and she pulled up the blinds and looked out the window. And she just opened her heart and her life and she said, Jesus, I give you my whole life, I'm yours. And Jesus spoke to her and said, Mikey, I'm calling you. I'm calling you to take this message, this faith, this deliverance to others.
you are to, I'm calling you and sending you out to reach others. Und das hat ja, das hast du dich auf den Weg gemacht. Ja. Genau, für mich war das der Punkt, wo ich zum ersten Mal nicht, zwar nicht die Vision gesehen habe, aber ich habe Maike gesehen, wie sie die Rollos hochgezogen hat und wie sie da stand. Ich war noch ganz verschlafen, aber es war im Bild gesprochen, als wenn sie strahlen würde. Ich habe an ihr gesehen, dass sie etwas hat, was ich nicht habe und was ich unbedingt haben möchte. Also an dem Punkt war für mich klar, das, was sie hat, das muss ich suchen. This was the turning point for Jürgen. This was the time when he realized that this was something real in Michael's life. He still hadn't seen the vision. He still hadn't personally experienced what she had experienced, but he could see that she was radiant and shining. That this was something real. This was something from heaven. That this faith was that she had was a faith in a real God, and he wanted to have it too. Wir haben nämlich gar nicht erzählt, als ich vorher immer in der Bibel gelesen habe und habe dann das erzählt. Ne? Ich habe in der Bibel dies und das gelesen. Ne? Ja, da hast du oft gesagt, ne? Das kannst du dir nicht vorstellen. Ne? And when Mikey, before this, Mikey had read the Bible with deep passion and had cried and shed tears over every page, and she couldn't keep it a secret from her husband, although she tried it first, and she tried to share with him what she was learning, and he somehow was not receiving it at all. Not only somehow. Also ich war auch, ich war sehr kritisch, und es hat mich auch geärgert, weil sie hat ein Buch für wahr genommen, was in meinen Augen ein historisches Buch war, was man nicht wörtlich nehmen darf. Das war meine Überzeugung. Jürgen was really upset and provoked by Mike's faith in the Bible, because to him it was a historical book, and she was taking it at face value. She was taking it as a literal truth. She was accepting these teachings as total reality and something perfect message from God. But in his eyes, it was just a historical religious book, and he was upset and irritated by his wife's new faith. Genau, und um sich eine Vorstellung zu machen, das war über einen Zeitraum von einem Jahr ungefähr, wo Maike schon große Schritte ging in Richtung Glauben, und wo ich mich gesträubt habe, gestritten habe, wo es schwierig war. So for a whole year, after Maike couldn't keep this secret any longer, and this was such a provocation for Jürgen, that for a whole year he resisted and they argued and they disputed and debated, and for a whole year Maike was moving forwards in faith, while Jürgen was just resisting and arguing, and this was a year of conflict for them. Und vielleicht das noch, es war dann dieser Punkt, wo sie morgens aufstand, wo ich gesehen habe, wo ich mich entschieden habe, mich auf den Weg zu machen, war aber nicht der Punkt, wo es von heute auf morgen funktionierte. Ich bin, ja. But then the morning came where his wife was radiant and shining with the glory of God, and she was pulling up the blinds, and he saw that this was real, and he changed his thinking, he changed his believing, but it still wasn't a faith which was a real personal faith that moved him forwards. Ja. Es war nur eine Entscheidung, mich auf den Weg zu machen, und vielleicht um die zu ermutigen, die auch noch kritisch sind und noch nicht gleich alles glauben können. Ich habe auch noch einmal ein oder zwei Jahre gebraucht, um ganz Ja zu sagen zu Jesus. So, for this, for Jürgen, this was a starting point for a journey, for a process. He wanted to find this truth for himself, but he hadn't yet fully he wanted to believe this truth, but he still hadn't committed himself fully to believe this truth and to act on it. Ja, also ich musste erstmal verstehen, kann man die Bibel wissenschaftlich ernst nehmen? Was ist mit den Dinosauriern? Was ist mit der Entstehung der Erde? Was ist mit der Evolution? Also viele Fragen, die ich hatte. Was ist mit anderen Religionen? Ich musste diese Hürden aus dem Weg räumen.
So für mich wichtig. Jürgen was a deep thinker, and before he could really commit himself to this new truth and this new reality, he had to answer find answers to questions. And can we really believe the Bible as a historical text? What do we think about dinosaurs? What do we think about other religions? He had to answer a lot of questions before he could fully commit himself to believing this truth. Fertig? Ja. Okay. Ja, also dieser Morgen hat eben mein Leben so verändert, dass ich seitdem, du weißt es, für Jesus unterwegs bin, um einfach Menschen zu begeistern, dass Jesus lebt. Also ich möchte ihnen gerne zeigen, dass Jesus wirklich da ist, dass er lebt und dass sein Reich ein Königreich ist, was hier ist, im Wort, in der Bibel, aber auch in Kraft, wie ich es auch erlebt habe. So, for a year or two while Jürgen was going through his process of learning and finding answers to questions, Maike was already moving forward in her mission to show the world that Jesus is alive, that Jesus is true, that Jesus is not only true and alive, but that she could demonstrate her faith in Jesus in power. Und ich hatte ja gesehen, dass Jesus der einzige Weg ist, die einzige Rettung. Und wie könnte ich da nicht drüber reden? Weißt du, verstehst du? Das ist, ich muss darüber sprechen. Mein Herz geht über. And so, Maike was overwhelmed with the feeling and the belief and the knowledge that Jesus is not only a way to God, but the only way to God. And she had a deep desire to share this truth with others, to bring these others into the belief in this truth that Jesus is the only way and we must find the way through Jesus. Ja, und zeigen eben, dass Jesus hier ist. Und ich möchte das jetzt hier erzählen. Ich bin geheilt worden auch von Jesus. Ich habe ein allergisches Asthma gehabt seit meinem 14. Lebensjahr. Sprays genommen, Cortison. Und war keine wir sind auf Heilung, ne? Also die Ärzte haben eigentlich gesagt, das wird noch schlechter im Alter. And in this time, Maike has also experienced a supernatural healing from a chronic incurable condition. From her 14th year, from the age of 14, she had suffered from very serious asthma. Yeah. She'd had to be treated with cortisone sprays, and the doctor said that she could expect it would become worse and worse. But Jesus stepped in and she experienced a complete healing. Ja, ich bin 100% geheilt und das ist Jesus Königreich in Wort und Kraft. Und das ist das, was wir auch erleben an unseren Abenden, in Damme Gott erlebt. Also, dass Menschen befreit werden, dass Herzen geheilt werden und dass Heilungen auch geschehen. So, Maike experienced 100% supernatural healing and then she began to reach out to others and show them not only the truth of Jesus, but to administer the healing power of Jesus so that others would be healed. And now in her ministry in Gott erlebt, in their hometown, they have a ministry called Gott erlebt, which means God, he lives and experience God. And people really do experience the power of God and that God is alive and that people are really healed. And because Maike practices what she preaches and what she has experienced herself, and through her faith many are healed and many miracles happen. Ja, und wenn wir das erkennen, wer Jesus ist auf der ganzen Welt, dann sähe die Welt, weiß Gott, anders aus. If we could all just apply this truth in a practical way through ministering healing power to people, and people, if we can just take this healing power of Jesus around the world will see Jesus as they have not seen him before. Ja, und sind gerettet. Und wir haben Rettung in Jesus. We are saved and we have saving power and we must demonstrate this power. Denn wir werden, Bill, für mich das Tiefste ist, ich werde nie mehr sterben. Never. Ich lebe ewig. Hallelujah. I have this deep assurance that I will never, never die. Yes. I have
eternal, everlasting life, and it has already started now, and I just know that I will never, ever die. Okay, ja. Yeah. So, was meinst du? Nie sterben? Ja, ewig leben. Okay. Ja, ich bin ja immer bei Jesus. Okay. Ja, ich gehe gleich schon in sein Königreich hinein. Okay, so when you die, also stirbst? Ist ein Umzug. Weißt du, was ein Umzug ist? Yes, so it will be, so your belief about death is that it is a transferring from one world to another. Ja, ein Umzug ohne Umzugswagen und ohne Umzugskosten, weil die hat Jesus schon bezahlt. Okay, so you don't have to buy a ticket on the Super Rail Express. You don't have to buy a ticket on the super fast German railways to umsteigen to change trains from this world to the next train. Okay, yeah. God bless you. God bless you. Okay. Yeah. Okay. Okay.